Heidiho Leute und ein herzlich willkommen hier zu einem neuen Part Bioshock. Zum letzten Part habe ich mich hier ordentlich eingekesselt, ne, ihr seht ja. Ordentlich viele Kontaktminen und zwei von diesen komischen Fallenbolzen, weil ich ein paar verschossen habe, wie dämlich ich auch war. Und ja, weil Atlas ja meinte, wir sollen uns hier mal ein bisschen einkesseln, wenn wir das Ding hier drehen, weil wir werden sicherlich nicht unbemerkt bleiben. Also ich fange einfach mal an. Ob diese Kreaturen dich umbringen? Das kann nicht mal ich dir sagen. Während du mich immer näher an den Abgrund treibst, bringst du dich selbst mit dorthin. Ich kann dir einen schnellen Tod bieten, Parasit. Der dürfte dir lieber sein als das. Es kommt, wenn du mich besiegen solltest. Okay, ich mache einfach weiter. Da waren schon die Ersten und die haben alle meine Kontaktminen weggemacht. Außer da, die da drüben. Das ist natürlich... Yes. Komm, schaffen wir es. Muss alle Lämpchen grün werden. Du bist auch tot. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ja, gleich haben wir's. Da oben dreht sie's doch. Geschafft. Kaputt. Damit ist das Wasser weg. Oh, die ist aber... ne, die lag hier schon. Naja, da haben wir ein bisschen was verballert hier, aber was soll's. Sie sind alle tot? Hoffentlich. Weiter jetzt. Zum Kern. Kann ich hier runterhüppen? Weiß ich nicht. Nee, ich fahre lieber mit dem Fahrstuhl, wie es angedacht ist. Aber erstmal möchte ich hier mal ein bisschen plündern. Cool, ist sogar einer rausgeflogen. Mann, die haben ordentlich Knie dabei. Mann, Mann, Mann. Ist auch alles Wasser weg. Kann ich noch irgendwas machen? Oder habe ich gar nicht gehackt? Egal, ich brauche ihn auch nicht. Uninteressant. So, hier ist keiner rausgeflogen. Aber hier muss doch noch irgendwo einer sein. Puh, ist hier eine Dampf drin. Ey, wo ist die Leiche? Da. Spider-Splicer. So. Ich würde sagen, dass wir das geschafft haben. Hm. Oh, Nietenpistole. Ups. Ich hab gerade den falschen Knopf gedrückt. Entschuldigung. Jetzt habe ich gerade zwei Verbandskisten verbraucht. Na egal. Ah nee, wir müssen ja da lang. Ups. Zum Fahrstuhl. Ach, den habe ich auch noch nicht kaputt gemacht. Ah. So. Kriegen wir auch gleich wieder zwei Verbandskästen wieder, das ist schön. So. Ah, dass ich das nicht gemacht habe. Die hätten sich hier heilen können, die Biester. Ich glaube, das kann ich nicht aufheben. Nee. Ich möchte meine Bienen wieder. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir hinunter. Oh, 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 oh. Bald ist es soweit, Leute. Ich wollte gerade sagen, hängen wir jetzt fest? Nee. Bald ist es soweit. Bald haben wir Ryan erreicht. Hier ist Wasser, hier ist nichts. Bin ja mal gespannt, wie das wirkt. Wird. Ob wir denn es schon geschafft haben? Weiß ich gar nicht. Ich hoffe nicht. Natürlich sehr geil aus hier mit diesen komischen roten Leuchten da. Ja, dass es nicht vorher geflossen ist, die Lava, wo sich das hier gedreht hat. Na egal. So weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, von allem, was du je geliebt hast. Aus irgendeinem Grund gefällt es dir hier. Du empfindest etwas, aber du weißt nicht genau was. Pio. Denk eine Sekunde darüber nach. Vielleicht kommst du drauf. Das Gefühl heißt Nostalgie. Ja. Und du heißt Arschloch. Oh, hallo, ein Tonikum? Ein Autohacker? Shorten Alarms 2. Na, das gucken wir uns nochmal an. Machen häufige Sicherheitsalarme dich taub. Reduziere die Schmerzen mit dem verbesserten Shorten Alarms 2. Das haben wir nicht ausgerüstet. Also ab in die Gegenbank. Was ist das hier eigentlich? Egal. Gucken wir uns später mal an. Leiche. Ionischer Schrot, den wir nicht haben. Brauchen mehr. Na egal. Hm, da kommt schon wieder so ein komischer Typ. Ah ne, die sind hier oben. Ach, wir sind im Kern hier.
Bringe die Bombe hinein. Okay, Steuerung. Was hat dir Atlas angeboten? Einen Teil meiner ausgeplünderten Stadt? Denk an meine Worte. Der einzige Dank, den du erhalten wirst, ist ein Messer im Rücken. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ja, eigentlich hat er mir gar nichts angeboten. Siehst du, da müssen wir nochmal drüber reden, Atlas. Ich mache das hier nur aus Solidarität, ne? Platzieren. Oh, ich glaube, wir sollten hier mal verschwinden. Tür? Ich möchte hier nicht unbedingt in der Nähe stehen, wenn das Ding explodiert. Mein Gott, was machst du da unten für einen Lärm? Wenn du mit dem Kern fertig bist, hast du nur noch eine einzige Aufgabe vor dir. Geh zurück zu Ryans Tor und löse den Überlastschalter aus. Damit kommst du in sein Versteck. Mach ich. Oh. Und ich habe hier einen Sicherheitsalarm. Sicherheitsalarm ausgelöst. Sterbt! Halt still! Halt still! Ah! So! Warum hat denn das einen Sicherheitsalarm ausgelöst? Oh, ich glaube, das ist besser. Jetzt hat die mal. Ey! Fall hier fälligst hin. Fall du auch hier fälligst hin. So. Komm, nur noch 20 Sekunden, Leute. Bleib schön liegen. Bleib schön liegen. Ey! Steht keiner auf. Bleibst auch schön da, wo du bist. Gut. Okay, damit habe ich es geschafft. Die Dinger sind weg. Schießt er noch auf mich? Nee. Ein Sicherheitsalarm. Tschüssi. So, wo quatscht denn hier wieder einer? Quatschepoop. Hier ist der Big Daddy. Den lasse ich mal schön in Ruhe. Quatschst du hier rum? Nö. Oh, das sieht aber sehr schön aus hier. Mensch, Mensch. Moment mal. Moment mal. Ich schicke dir Furunkel. Ich schicke dir Bienen. Ja, der Spruch wird auch langsam ein bisschen doof, aber egal. Ich bringe ihn trotzdem immer wieder. Oh. Na, das hat geschafft. Na gut, auch nur 5 Dollar gewesen. Genbank, sieht er, ich wollte noch mal gucken. Hier haben wir alles voll. Hier war das, glaube ich. Was das hier ist. Alarmexpert der neue Gentonikum. Es entschärft Alarmbeschaltungen. Ach, 2 Alarmplatten weniger beim Hacken. Ja, okay, nee, das behalte ich natürlich drin. Ich bin Schoten Elms. Es ist nicht so schön. Und was brüllt denn der Big Daddy hier so rum wie so ein Bekloppter? Wurde da angegriffen? Ey, greift er für hier den Big Daddy? Au! Der greift mich an! Was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn gemacht? F? Wieso? Was habe ich denn gemacht, Junge? Warum greifst du mich an? Warum habe ich hier nur den... Das ist nicht gut. Warum hat er mich jetzt angegriffen? Ich habe doch gar nichts gemacht. Sind einfach die blöden Bienen da hochgeflogen? Das wäre natürlich unschön. Lässt du mich jetzt in Ruhe? Ach naja, wobei, der gibt immer viel Knete. Der ist jetzt eh gleich tot. So. Tut mir leid, aber 75 Dollar war es mir wert. Ach, der arme Big Daddy. Ich erlöse ihn doch eh nur von seinem Schmerz. Er läuft doch hier eh nur total... unorganisiert durch die Rapture-Dingens und weiß nicht weiter. Also, ich möchte meine Bolzen wieder haben. Wie viel Knete haben wir jetzt eigentlich? 114 Dollar. Naja, das ist nicht viel.
blöden Bienen, warum seid ihr hoch zum Big Daddy geflogen? Obwohl meine körperlichen Kräfte schwinden, wirst du mich nicht besiegen. Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her, sondern von Intellekt und Willenskraft. Hörst du mich, Atlas? Bei Andrew Ryan ist für dich nichts zu holen, außer Tod und Verderben. Yay, gute Ansprache, mein Junge, gute Ansprache. Was zum... Weiter! So. Ey, der ging noch mitten durch. So. Warum ist hier das ganze Wasser nicht unter Strom gesetzt? Na egal. Soll mich nicht interessieren. Okay, wir brauchen nämlich keine MP-Muni mehr. Muss ich den nachladen? Ja, ich lade mal lieber nach. Auf den Boden! Auf den Boden! Auf den Boden! Ach du Scheiße! Ich hänge fest. Halt! Mann, lass mich doch mal in Ruhe! Hier. So. Warum hack ich die eigentlich nicht? Das wäre doch eigentlich auch mal eine Idee. Komm, dich hack ich mal. Hacken! Oh, na, das sieht schwer aus, aber das kriegen wir hin. Wir müssen nach unten. Bauen wir uns mal hier schon mal einen Weg frei. So. 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 Diesen hier. Den da brauche ich. Und den da. Ne? So schwer war es doch gar nicht. So, ich dachte, jetzt ist der Ton weg. Oh, der ging daneben. Den mache ich noch kaputt. Der ist ja eh kaputt. Ah, jetzt ist er kaputt auf jeden Fall. Oh, und ich habe kaum noch Eve und Verbandskästen. Das wird langsam ein bisschen happig. Scheiße. Das muss jetzt alles sitzen. Ich hoffe, hier ist nicht nur einer. Ey, der hätte treffen müssen. So. Danke. Oh, ich brauche Verbandskästen, Leute, und kein Geld. Na gut, jetzt brauche ich ausnahmsweise mal Geld. Kein Geld. Verbandskästen wären toll. Verbandskasten. Gibt es hier irgendwo welche zu kaufen oder so? Ist auch schon alles kaputt. Da ist ein New Invent. Wir gucken mal hin. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwas Brauchbares kriegen werden. Nee. Muss doch irgendwo ein Verkaufsautomat sein. Ryan Industries. Verkaufsautomat bitte. Ich glaube, hier war... Ja, hier ist einer. Hallo. Verbandskästen bitte. Und Eve Spritzen auch. Oh, und wir sind leer. Scheiße. Aber das war es mir jetzt auch wert. Besser ist das. Oh, was haben wir hier noch? Wir haben suchende Splittergranaten. Nehmen wir noch mit. Das war ja so klar. Na komm! So, du bist tot. Du bist jetzt auch tot. Ja, das mit dem, der Armbrust hier ist schon nicht so leicht, aber ich möchte der gerne treu bleiben. Die Bienen sind schon mal geil, die behalte ich. So, da vorne ist es, Leute. Aber wir gucken erstmal noch hier drüben rein. Hihihi. Müsst ihr ja ein bisschen die Spannung hochhalten. Nö. Hätte sein können, dass hier noch irgendwas Neues ist, aber man weiß ja nie. So. Dann würde ich sagen, gucken wir mal zu Andrew Ryan rein. Dem Guten. So, einmal Schalter activated. Oh, das gefällt mir nicht so. Explodiert da jetzt was? Letztendlich ist mir nur eines von Bedeutung.
das bin ich selbst. Na klar. Das Einzige, was dir wichtig ist, bist du. Das liegt in der Natur der Dinge. Jo, okay. Wenn du meinst, darf ich jetzt durch oder muss ich mich jetzt hier in Acht nehmen? Nee, ich gehe einfach mal über die überspannten Kabel. Warum auch nicht? Oh. Sieht nach einer Ladesequenz aus. Botti, kommst du mit oder? Na komm rein, Botti. Botti, komm. Du kommst natürlich mit hier. In die Ladesequenz. Rapture Zentralsteuerung. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Das ist ja nochmal ein abgetrennter Bereich. Ich habe gedacht, ich komme jetzt da einfach ins Büro rein. Knalle den Typen ab und dann ist schick. Aber das Spiel hat wohl noch was anderes vorgesehen. La 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 la. Speichervorgang läuft. Bitte das Gerät nicht ausschalten. Natürlich nicht. So, ich bin gespannt. Gehe zu Andrew Ryans Büro. Das mache ich. Ist auch alles im Argen. Ach du Scheiße. Ey, wo ist mein Body? Hm. Du bist nicht tot? Doch, du bist tot. Ey, eine Schroti. Nehmen wir natürlich mit. Oh toll, zweimal Schrot. Auch in einem Buch voller Lügen findet man manchmal die Wahrheit. Ja, es stimmt schon. Alles hat seine Zeit. Nun stehe ich dir gegenüber von Angesicht zu Angesicht und ich weiß, ich kann meine Hand nicht gegen dich erheben. Aber du sollst eines wissen. Du bist die größte Enttäuschung für mich. Kann dein Herr und Meister mich hören? Atlas! Du kannst mich umbringen, aber du wirst niemals meine Stadt bekommen! Meine Macht rührt nicht von Stahl und Feuer her. Das ist es, was die Parasiten niemals begreifen werden. Ein jegliches hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, aufbauen hat seine Zeit, niederreißen hat seine Zeit! Huch! Komm, mein Kind. Es gibt noch eine letzte Sache zu besprechen. Was, mein Kind? Bist du blöd oder was? Was? Ryan hat die Selbstzerstörung des Kerns eingeleitet. Oh. Nicht das, was du gemacht hast. Er will die ganze verdammte Stadt opfern. Geh da rein und kümmere dich um die Sache, bevor der ganze Laden in die Luft fliegt. Habe ich ein Zeitlimit? Scheint mir jetzt zumindest nicht so. Deswegen hören wir uns hier mal diese Memo an. Erster Einsatz Vita Chamber. Kunde Ryan Industries. Phase 1 ist abgeschlossen. Sinclair und Alexander haben versucht, mir die Grundlagen zu erklären, aber Su Chong glaubt ihnen nicht. Sie reden immer von Plasmidrekonstruktion hier und Quantenverstrickung dort und wollen damit beweisen, dass man Tote wieder auferstehen lassen kann. Blödsinn. Aber natürlich wird Ryan den Versuch nur zulassen, wenn er mit seiner eigenen genetischen Frequenz getestet wird. Ach so. Okay. Und warum konnten wir die denn nutzen? Die Vita Chamber, wenn das nur mit Ryans Frequenz funktioniert. Ich bin gerade verwirrt. Aber wir lassen uns da mal nicht beirren. Hier ist noch eine Genbank. Der will den Laden hier in die Luft sprengen. Der kann er das so. Das kann er doch nicht machen. Na gut, er opfert sein Baby lieber, als dass es in den Händen eines, naja. Irgendwas sieht. Von irgendwem. Das kennt man ja. Mann, wenn das ja nicht so wackeln würde. Please stand by. Ja, genau. Wir gehen einfach mal nach oben. Ich habe jetzt keinen goldenen Pfeil und ich weiß nicht, wohin ich muss. Man ist so abhängig von den scheiß goldenen Pfeilen. Hier gibt's nix. Kann ich durchklettern? Ich will da nicht durch. Oh, da liegt ein Autohacker. Ist das ein Autohacker? Natürlich nicht. Okay, wir gehen hier mal durch. So. Das machen wir mit der Pistole. Zack. Und da haben wir ja genug. Oh. Ich fürchte, hier kommen wir schon in sein Bürochen. Und ich denke, da kommt dann wieder irgendein Laber. Deswegen würde ich sagen, beende ich hier mal den Part, bevor wir uns hier noch... Oh, ich habe auch noch 6 Bolzen mit Stahlspitze. Scheiße.
bevor wir hier in irgendein Palaver reinkommen und der Part dann sich total überzieht. Deswegen, Leute, freut euch auf den nächsten Part. Da werden wir sicherlich Ryan einen Besuch abstatten. Und wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Ciao!